herzlich willkommen bei Eintracht Frankfurt. Was waren deine ersten Gedanken, als du von dem möglichen Tausch und dass du hier einen Vertrag unterschreiben könntest? Was hast du dir als erstes gedacht? Ja, natürlich war ich sehr, sehr aufgeregt vor dieser Chance für die Eintracht zu spielen. Natürlich denkt man an die letzten Jahre, an die Euroliga und. Aber an erster Linie habe ich an mich selber gedacht, dass das eine sehr gute Möglichkeit ist, für mich selber noch einen Schritt nach vorne zu machen und vor allem mit dem Trainerteam und mit den Verantwortlichen hier was zu erreichen. Du bist ein sehr, sehr vielseitig einsetzbarer Spieler, gefühlt immer mal auf eine andere Position. Wo bist du denn am liebsten unterwegs? Offensiv. Egal wo, einfach lass mich offensiv spielen. Hat der Trainer das schon gehört? Ja, das weiß er. Das hat er mir auch gesagt. Das klingt sehr gut. Was hast du dir vorgenommen, hier mit der Eintracht zu erreichen? Ja, natürlich, es will jeder Spieler oder jede Mannschaft an seine Grenzen gehen, um das Optimum herauszuholen. Ich sehe da sehr viel Potenzial in der Mannschaft, wieder an sowas anzuknüpfen. Aber um Ziele zu stecken für die Mannschaft, da, ich glaube, da soll mal Fredi was dazu sagen oder der Trainer. Wie weißt du schon, wie sieht der weitere Plan aus für die Woche? Fährst du mit nach Basel? Wie sieht denn da die Planung? Ja, leider durch diese ganze Pandemie muss ich da noch den einen oder anderen Test machen, bevor ich da wieder zur Mannschaft stoßen kann. Und jetzt habe ich halt die nächsten Tage Zeit für die ganzen Testungen, auch also körperliches. Und eben auch diesen Covid-Test, und dann kann ich endlich am Freitag zur Mannschaft stoßen. Dann wünsche ich mir viel Erfolg.